Hallo zusammen! Heute bin ich losgezogen und habe über die ganz grandiose eBay-Kleinanzeigen-Geschichte mein Setup vergrößert, erweitert. Mehr halt. Ja. Und jetzt fangen wir mal an, erstmal das Mikro anzuschließen. Ich habe hier ein verrückt langes Kabel. Ich brauche da echt mal ein kürzeres. Das Ding macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe im Moment kein anderes. Ich werde ein anderes holen. Und das hier, das kommt hier rein. So. Deswegen ist der Ton jetzt natürlich auch beschissen. Schlecht meine ich. Sprache. So. Demonetarisieren. Was? Direkt demonetarisieren. Achso, die Stimme aus dem Off. Das ist der Flo. Der Flo hat mir heute geholfen, den Billy hier hinten. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal der Ton. Das ist wichtig. Ton. Zu 50% ist der Ton das Wichtigste am Video. Nicht vergessen. So. Die Abenteuer sollen ja schön klingen. Ne? Wo ist jetzt das Zwischenkabel? Genau. Gibt es hier noch ein Zwischenkabel? Das ist ganz wichtig, wenn ihr mal guckt, wer es wissen will. Bei Kabeln hat man hier so diese verschiedenen Pole, ja, das ist zum Beispiel ein Stereo. Wenn da nur ein Strich wäre, wäre es ein Monokabel, braucht kein Mensch. Aber Stereo, das habt ihr zum Beispiel am Kopfhörer. Und das Ding hier, das hat drei. Das Licht halten ein bisschen, dass man sieht. So, ja, drei. Das bedeutet, da geht das Mikro zurück, sozusagen. Also wenn ich das jetzt hier ins Handy stecke, so. Nicht. Ist wie eine warme Dusche, ne? So ein richtig toller Sound. So. Ja. Wo war ich? Ah ja, genau. Als Setup. Ich habe mein Setup erweitert, weil ich mir gedacht habe, ich will so den Winkel hier ein bisschen verändern, aber dann ist dieser hässliche Heizkörper da dahinter einfach nichts Schönes. Und dann habe ich mir wiederum gedacht, du gehst jetzt nicht zum IKEA und holst dir dafür 10 Euro gibst du aus, nur um es abholen zu dürfen in Corona-Zeiten. Verstehe ich auch nicht so ganz. Leute, was passiert da? Die holen es doch eh aus dem Lager. Aber wenn du früher hingegangen bist, so in echt, und da oben so deine Betten ausprobiert hast, rumhüpfst drauf und ach, schlag mich tot. Und du hast dann unten beschlossen, ich will einen Billy. Was Exklusives, ein Billy. Dann haben die das doch eh aus dem Lager geholt. Da hast du keine 10 Euro. Also ich bin nicht an der Kasse gewesen und habe da 10 Euro zahlen müssen, dafür, dass ich 3 Meter weitergehe, um mir das Ding dann einzuladen. Und jetzt in Corona-Zeiten, wenn ich mir das bestelle und selbst abhole, kostet es plötzlich 10 Euro. Aber möglicherweise ist das einfach so, die Leute müssen auch bezahlt werden. Und gar keine Frage an alle IKEA-Mitarbeiter. Ganz großes Kino. Ich drücke euch alle Daumen und dass dieses Corona-Abenteuer irgendwann mal zu Ende gehen möge und wir alle wieder ganz normal leben können. Keine Frage. Aber mich kostet halt 10 Euro und die wollte ich sparen. Und dank eBay-Kleinanzeigen kann man das auch. Netter Kumpel hier gleich um die Ecke. Nicht Kumpel, Kunde. eBay-Kleinanzeigen-Anbieter jedenfalls. Hat mir da ein Billy praktisch für 15 Euro hinterhergeschmissen. Und dann kam Flo ins Spiel. Hallo Flo. Hallo. Ja. Flo hat mir heute geholfen, dieses IKEA-Ding jetzt praktisch hier raufzuschleppen. Hat er ganz alleine gemacht, das Tier. Übrigens hat er mir auch geholfen, machen wir mal Platz hier, dieses Ding hier herzuschleppen. Das ganz andere Geschichte. Vielleicht lernen wir das auch nochmal kennen. So. Okay. So. Und es sind ja da diesen Heizkörper, ja, der muss hier weg. So. Deswegen haben wir uns das hier hergestellt. Da kommen jetzt ein paar Bücher rein. Und da muss man sich auch überlegen, welche Bücher. Was stelle ich jetzt da für Bücher rein? Stelle ich da die Handelsregeln der Ferengi rein?
Welteroberungspläne, Mao Zedong, Yoga, keine Ahnung. Ich werde mir was einfallen lassen, weil es muss natürlich alles eine Bedeutung haben, was da steht. Und bis dahin wünsche ich euch einfach noch einen schönen Abend. Und ich glaube, ich werde mir jetzt einen Gin Tonic oder sowas einschenken. Bis dann.